Servus, ich bin's euer Stefan und heute geht's um die Bestattungsrituale der Ortenburger Grafen. Heute widmen wir uns einem besonderen Thema, nämlich was geschah, wenn ein Ortenburger Graf oder natürlich auch eine regierende Gräfin verstarb. Wir haben aber nur hauptsächlich Beschreibungen von verstorbenen Grafen. Natürlich gab es auch in der Grafschaft Ortenburg viel zu beachten. Besonders aber auch, wenn ein Graf auswärts starb. Was geschah, wenn ein Graf außerhalb der Grafschaft starb? Der Graf wurde natürlich schnellstmöglich nach Ortenburg nach Hause gebracht. Dies geschah entweder auf Wagen oder wenn möglich auch per Schiff. Falls er per Schiff transportiert werden konnte, wurde die Anlegestelle im nahen Sandbach verwendet. Falls es nicht möglich war oder Etappen notwendig waren, wurde der Sarg auf einen Wagen gehoben und per Wagen dann transportiert. Problematisch bei all dem war aber, dass oft auch zur damaligen Zeit Genehmigungen hierfür notwendig waren. Und in diesem Sinne, damals war das Heilige Römische Reich deutlich zerklüfteter als heute Deutschland. Das heißt, es waren oft zahlreiche Einzelgenehmigungen notwendig. Daneben kam noch ein weiteres Problem. Die Transporte dauerten länger. Deswegen musste der Leichnam vorbereitet werden. Das heißt, er musste oft einbalsamiert werden und die Eingeweide mussten entnommen werden. Manchmal wurden diese sogar separat bestattet, wie bei Graf Christian 1684 in Amberg. An ausgewählten Orten, beispielsweise am Sterbeort oder an wichtigen Orten im Lebensweg der jeweiligen Person, falls diese auf dem Weg zurück nach Ortenburg lagen, wurden auch sogenannte Prozessionen, also Totenprozessionen durchgeführt, manchmal aber auch Gedenkgottesdienste gehalten. Wie sah eine solche Prozession nach Ortenburg aus? Ein Fallbeispiel, was wir euch hierfür herausgesucht haben, ist die Prozession von Graf Joachim, welcher am 19. März 1600 in Nürnberg verstarb. In Nürnberger Quellen ist diese tatsächlich überliefert. Und zwar fand diese auf dem Weg aus Nürnberg heraus statt. Vorneweg gingen die Schüler der St. Sebald-Schule gemeinsam mit ihren Lehrern und die Kirchendiener der St. Sebald-Kirche voraus. Ihnen folgte der Rat der Stadt, Doktoren, Kaufleute und die wichtigsten Bürger der Stadt Nürnbergs. Dahinter folgte Graf Joachims Pferd, welches mit schwarzem Samttuch bedeckt war. Direkt dahinter nun der Sarg Graf Joachims, welcher von vielen ehrbaren Bürgern und Patriziern der Stadt getragen wurde. Der Sarg war aus Zinn und damit äußerst schwer. Deswegen mussten die Träger sehr, sehr häufig Pausen machen. Damit das möglich war, hatten sie hölzerne, in schwarz lackierte Krücken dabei. Auf diese Krücken konnten sie den Sarg abstellen, sodass sie eine Pause machen konnten. Hinter dem Sarg lief das sogenannte Männerleid, 5 Grafen und Herren aus noblem Hause, darunter Graf Joachims Schwager. Im Anschluss folgten die ältesten Ratsherren Nürnbergs, denn sie stellten die würdigsten Personen der Nürnberger Reichsstadt dar. Im Anschluss an das Männerleid kam natürlich das sogenannte Weiberleid. Angeführt wurde dies wiederum von 5 Frauen, die an jeder Hand links und rechts noch von einem Mann begleitet wurden. Direkt voran ging natürlich Graf Joachims Witwe, Gräfin Lucia von Limburg. Dahinter folgten dann Frauen aus Adelsfamilien, Bürgerfamilien, Kaufmannsfamilien. Aber wie ihr sehen könnt, waren Mann und Frau auch bei Trauerzügen getrennt. Die Prozession verlief durch die Altstadt und verließ Nürnberg durch das Laufer Tor. Dort wurde der Leichnam Joachims auf einen Wagen verladen und weitertransportiert. Auf weiteren Stationen der Reise gab es ähnliche Prozessionen. In Amberg beispielsweise, wo Graf Joachim auch Statthalter war, der Oberpfalz, fand neben einer solchen
Trauerprozession auch ein Trauergottesdienst statt. Beispielsweise wie hier die Predigt neben mir, die ein Amberger Theologe gehalten hat, aber in diesem Fall dann später auch in Ortenburg. Danach ging es von Amberg für Joachim natürlich weiter in Richtung Ortenburg. Wo wurden die Grafen bestattet? Im Laufe der Jahrhunderte gab es mehrere Grablegen, wo die Ortenburger Grafen bestattet wurden. Die älteste ist neben dem Passauer Dom die St. Sixtus-Kapelle, die deswegen auch den Namen Ortenburg-Kapelle trägt. Dort wurden ab 1573 nur noch katholische Mitglieder bestattet, davor natürlich nahezu sämtliche Grafen und Gräfinnen zu Ortenburg. Daneben gab es aber noch andere Grablegen, beispielsweise im Kloster Baumburg in Oberbayern eine weitere Grablege aus dem Mittelalter, wo die Gräfin Elisabeth von Ortenburg beispielsweise bestattet ist. Aber es gab auch im 16. Jahrhundert noch eine weitere Grablege, und zwar in Mattighofen, die zwischen 1515 und 1555 in Verwendung war. Danach, 1573, wurde eine neue Grablege angelegt, und zwar in der Ortenburger Markkirche. Von dort an wurden in der Markkirche die Bestattungen der Familie abgehalten, bis zu ihrem Wegzug. Was geschah, wenn ein Graf in Ortenburg verstarb? Am Todestag des regierenden Grafen oder gegebenenfalls am nächsten Tag läuteten zwischen 11 und 12 Uhr durchgehend die Glocken der Markkirche und der St. Laurentiuskirche in Steinkirchen. Der verstorbene Graf wurde entweder im gräflichen Empfangszimmer oder im großen steinernen Saal im Ortenburger Schloss zunächst aufgebahrt. Soweit möglich sollte er innerhalb von 5 Tagen nun bestattet werden. Diese Bestattungen fanden meist abends zwischen 7 oder spätestens 10 Uhr statt. Oft galt übrigens nach dem Tod des Grafen eine Trauerzeit im Anschluss. Diese konnte mitunter bis zu 2 Monate andauern. In jener Zeit durfte keine Musik gespielt werden und auch kein Gesang gehalten werden. So konnte auch in der Kirche kein Orgelspiel stattfinden. Wie lief eine gräfliche Beisetzung in Ortenburg ab? Wir haben euch einen beispielhaften Ablauf der Bestattung Graf Karls III. Aus dem Jahre 1776 herausgesucht. Natürlich waren die Bestattungen nicht immer gleich und sind auch abhängig, ob der Graf katholisch oder evangelisch war. Aber wir wollten euch zumindest ein Fallbeispiel heraussuchen. Nun, 1776, als der Graf verstorben war, mussten zunächst einmal die sogenannten 4 Kammerer und 8 Räte, also die gesamte damalige Ortsverwaltung des Marktes und 36 sogenannte beorderte Bürger um 7 Uhr abends hinauf zum Schloss kommen. Sie erschienen dort paarweise. Dort begann nun die Vorbereitung auf den Trauerzug. Der Sarg mit den sterblichen Überresten wurde zunächst auf einen Wagen geladen. Darüber kam ein schwarzes samtenes Bahrtuch. Oben hinauf wurde ein silbernes Kreuz gelegt. Auf den Seiten wurde das gräfliche Wappen, welches ebenso in Silber gehalten wurde, angebracht. 4 höhere gräfliche Beamte nahmen nun die 4 Enden oder Ecken des Bahrtuches und hielten es fest, damit es der Wind auf dem Wege nicht verwehen konnte. Vor den Wagen wurden 6 Pferde gespannt, die ebenso mit einem schwarzen Tuch bedeckt wurden. Das Tuch reichte bis zu den Hufen herab. Neben diesen 6 Pferden, damit sie auch ruhig gingen, wurden sie deswegen begleitet von 6 sogenannten Reitknechten, die ebenso komplett in Schwarz gekleidet waren. Nun um 8 Uhr brach der Trauerzug vom Schloss herab auf. Die meisten Personen folgten dem Sarg hinterher, und zwar 16 Personen paarweise. 20 weitere Personen liefen entlang der gesamten Strecke zu beiden Seiten des Zuges als sogenannte Windlichtträger. Der Zug kam nun an der Markkirche an und wurde von den Kammerern und den Räten gemeinsam vom Wagen heruntergehoben und in die Kirche hineingetragen.
Dort übernahmen nun gräfliche Hofbedienstete den Sarg und senkten diesen in die Gruft in der Marktkirche hinab ab. Es fand aber damals für Graf Karl kein Trauergottesdienst statt. Das war durchaus manchmal auch üblich. Nicht immer gab es einen Trauergottesdienst. Falls ein Trauergottesdienst stattfand, war dort die gesamte Gemeinde versammelt. Und es fand natürlich dann der Gottesdienst statt, aber niemals mit der Familie der Grafen zu Ortenburg anwesend. Diese blieben sämtlichen Bestattungen immer fern. Erst später, nachdem die Grafen ein paar Monate verstorben waren, wurde von den Erben ihnen ein Grabdenkmal errichtet. Allerdings das letzte, was wir in der Marktkirche haben, ist aus dem Jahre 1725. Also spätere Grafen ließen sich kein Grabdenkmal zu ihrer Memoria errichten. So viel zum heutigen Thema, wie ein Ortenburger Graf bestattet wurde und was geschehen musste, damit er nach Hause kam. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal, euer Stefan.